Jo Leute, wir spielen heute auf der zweiten Map des kommenden DLCs. Da steht's ja, wie es heißt. For Devo, ich musste gerade kurz überlegen. Aber so heißt die Map, so schreibt man das Ganze. Und ja, diese Map ist auf jeden Fall was für alle Locker- und ja, Metro-Fans. Das ist einfach hier, ihr seht es schon, enge Gänge, übertrieben, Granatenspam pur, Chaos pur. Die Gegner kommen von allen Seiten. Denn der Unterschied zu Locker und Metro ist, dass diese Map nicht so linear ist. Das heißt, diese Map, die hat viele Gänge, viele Verzweigungen. Und ihr seht es schon, man kann hier auf vielen Wegen zum Ziel gelangen und man sieht es schon, wenn hier Gegner sind, dann kommt man auch gern mal von hinten und die Gegner kommen auch gern mal von hinten und jetzt hier gleich mal wieder eine Granate runter, denn mit Granaten kann man hier wirklich viel reißen, ihr merkt es schon. Jetzt kill ich mich wahrscheinlich selber oder auch nicht, da kommen jetzt wahrscheinlich auch Gegner und ja, so läuft das Ganze hier. Man wirft Granaten, man bekommt Granatentode rein und das ist im Moment echt ein bisschen krass. Aber da müssen wir mal gucken, wie diese Map sich im vollen Spiel spielt. Ich finde sie bisher gar nicht mal so schlecht. Macht definitiv Spaß, ist aber Chaos pur. Und ja, für den einen ist es sicherlich was, für den anderen ist es der Horror pur. Ich denke mal, so war es damals auch bei Battlefield 3 und Battlefield 4. Und wir gucken einfach mal, dass wir hier so ein paar kleine Eindrücke dieser Map bekommen. Und das soll es dann auch schon mit diesem Video sein. So. Hier sind auf jeden Fall einige Gegner drin. Ich laufe einfach mal durch. Wahrscheinlich kommen mir gleich wieder 700 Gegner auf einmal. Oh shit. Da ist auf jeden Fall noch einer gewesen und jetzt können wir mal C einnehmen. Ja, ihr seht es schon, hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen Außenbereich auf dieser Map. Aber, der ist da ganz hinten. Oh Gott, die habe ich voll verworfen. Den hole ich mir. Oh Gott, da kommen noch mehr. Shit. Und da kommt die Granate. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, hier gibt es auf jeden Fall... Enemy Hit 98. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen Außenbereich, aber die Action geht eigentlich... Die geht eigentlich wirklich innen ab. Das heißt, man spawnt meistens außen, geht dann aber direkt rein und findet da die Gegner. Ist das erste Mal jetzt, dass ich in den zwei Runden überhaupt außen kämpfe und gerade auch nur Assist kriege. Aber wir haben es geschafft, C einzunehmen. Das ist definitiv gut. Und jetzt geht es wahrscheinlich auch wieder rein. Ich finde es auch gar nicht so verkehrt, dass DICE jetzt noch so eine Map hier eingebaut hat. Ich meine, sowas mit wirklich engen Gängen, was wirklich klein ist, wo es wirklich diese Nate-Schlachten gibt, das gab es nicht in Battlefield 1. Und ich meine, das gibt es in mir im anderen Battlefield. In Battlefield 4, in Battlefield 3. Jetzt kommt der außen lang, oder was? Und warum sollte man das nicht auch in Battlefield 1 einfügen? Oh, das war jetzt aber wirklich schlecht geaimt. Ich finde, das ist definitiv eine ganz gute Idee. Viele Leute finden das ja auch mega geil. Ich muss sagen, mir macht das auch ab und zu mal Spaß, aber auf Dauer. Also manche spielen das ja 24/7, kann ich das definitiv nicht machen. Das frustriert mich zu sehr mit den ganzen Granaten. Boah, was ist hier schon wieder los? Boah, nur Granaten am Explodieren. Ja, wenn man hier kein Medic ist, dann muss man echt ein bisschen in der Ecke sitzen, bis man sich so ein bisschen regeneriert hat. Ich laufe jetzt einfach mal hier hinten durch. Da sind auf jeden Fall auch schon wieder welche. Zack. 17 Schuss noch. Jetzt müssen wir mal so langsam einen Supporter suchen, der uns ein bisschen Muni gibt. Müssten noch ein paar rumlaufen auf dieser Map, oder nicht? Da vorne ist auf jeden Fall Muni-Kit. Hier ist ein Medikit. Hier ist ein Supporter. Ich nehme mir einfach mal hier ein bisschen Munition. Oh Gott. Das war zu viel. Also im Chat wird die Map auf jeden Fall schon wieder krass gefeiert. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Das scheint den Spielern wirklich hier zu gefallen. Das ist ja auch wirklich mal sowas, was im Bett... Oh, hier erstmal in der Ecke verstecken. 15 Schuss noch. Granate hin. Da kommen auch noch zwei. Oh Gott, keine Muni mehr. Und da slidet er mich um. Etwas ärgerlich. Man sieht hier schon, was hier los ist auf dieser Minimap bei C. Alle Gegner auf einem Haufen. Und ich finde, das beschreibt dieses Bild, beschreibt diese Map gerade ziemlich gut. Denn so fühlt sich das Gameplay hier an. Alle Gegner kommen auf einmal. Man schießt auf einen und sieht auf einmal 20 Gegner vor einem und ist direkt tot. Und ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwie einen Kill kriegen können. Anscheinend schon. Da hinten sind auch noch welche. Granate trifft leider nichts. Und dann versuchen wir uns jetzt mal so ein bisschen hier vor zu kämpfen, aber ich werde natürlich von allen Seiten beschossen. Es ist heftig.
Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass von C die Gegner kommen und wahrscheinlich zu D wollen. Das heißt, wir müssen hier wirklich aufpassen und uns auch nicht auf die Long-Distance-Kämpfe einlassen. Das ist nämlich sehr gefährlich und ja, müssen wir mal gucken, dass wir jetzt noch ein paar wegholen. Wobei ich denke, da wird es richtig, richtig voll sein jetzt bei D. Ja, hier sind auf jeden Fall schon mal genug. Und ich werde natürlich wieder von der Granate eines Toten gekillt. Kann ja auch nicht anders sein, ne? Ah ja. Wäre ja auch zu schön, mal nicht von der Granate auf dieser Map getötet zu werden. Wobei, so oft war es jetzt auch nicht. Ich wurde auch 4 von Bajonettangriffen getötet. Ich glaube, das war jetzt die zweitmeiste Todesursache bei mir. Und natürlich auch 4 normalen Waffen. Und ja, ihr seht es schon, es neigt sich hier dem Ende zu. Diesmal verlieren wir anscheinend. Gestern in dem kleinen Eindrucksvideo haben wir gewonnen. Das war natürlich ganz schön, aber gut, ich werde das natürlich so trotzdem nehmen. Ich hoffe, es hat euch so einen kleinen Eindruck über diese Map gebracht. Das war eigentlich nur mein Ziel davon und hier ist gleich der nächste. Ah, und ich muss hier dringend weg und einfach mal eine Nate hinwerfen. Ich denke, die kommen auch gleich von hinten. Oh Gott, ja, wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr auf diese kleinen Close-Quarters-Map steht oder ob ihr die hasst. Es gibt ja wirklich so 2 Fraktionen, könnte man sagen. Würde mich sehr interessieren. Und ja, das war's mit dem Video. Eine Bewertung wäre sehr, sehr cool. Und das war's jetzt. Mein Name ist MiaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!